Jeder, der das trinkt und das ernsthaft mehr als ein einziges Mal seinem Körper zuführt, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist so süß, ich würde es mit Gönnergy verdünnen. Wir haben ja zuletzt eine Gönnergy Review gemacht und da hat sich ja jeder, also eigentlich hat sich nicht jeder und seine Mutter darüber aufgeregt, aber da habe ich zumindest gesagt, dass das viel zu süß ist. Und ich möchte mit euch jetzt das nächste Level haben. Ich habe das gestern schon für die Leute, die ein bisschen Dungeons & Dragons mit mir geguckt haben gestern, die wissen schon, was jetzt kommt. Wir machen jetzt ein neues Tasting. Von Prime. Ich habe einmal Prime in der klassischen und ich habe Tropical Punch. Ladies and Gentlemen, ich habe mir ein Prime geschnappt. Und ich möchte mit euch einen kurzen Geschmackstest machen, weil wir sind ja jetzt offizielle Produkttester. Wir sind ja Produkttester. Also ich kann nur sagen, nachdem wir das Gönnergy-Video gemacht haben, sehe ich mich schon als geschmackliche Gegenoffensive zu jeglicher Befürwortung von Sucralose. Deswegen will ich mit euch gemeinsam nochmal in den Prime rein. Dieses Getränk, für den Fall, dass ihr es nicht kennt, ist das populärste oder eins der populärsten Hydration-Fitnessgetränke, ja, Fitnessgetränke, das man auf dem Markt so kriegen kann. Als federführender Influencer durch die Gegend gepusht von Logan Paul, dem Intercontinental, dem USA State, USA Champion, ich glaube, der hat einen WWE-Gürtel gerade, und KSI, ne? So, man kennt die Scheiße, das wird von Tausenden, US Champion, ja, ist wirklich Logan Paul. Für den Fall, dass ihr das nicht wusstet, Logan Paul ist US Champion in Wrestling. Die WWE, der hält einen Gürtel. Das ist kein Joke. Ich bin auch vollkommen fertig, ne? Aber nach dem letzten Pay-Per-View dachte ich mir, was? Vollkommen irre, hat er Rey Mysterio in die F*** gehauen. Naja, ist jetzt aber auch egal. Logan Paul ist ein guter Wrestler, aber dieses Getränk, das kann eventuell was anderes sein. Also, Inhaltsstoffe erstmal, ne? Wasser, Kokoswasser, Kokoswasserkonzentrat, aber hier zwei entscheidende Dinge. Süßungsmittel, Sucralose und Acesulfam K. Dieses Getränk soll nach den Beschreibungen und meinen gestrigen Erlebnissen eins der süßesten, das soll so süß sein, das ist auch so süß, wie man sich nur vorstellen kann. Für die Leute, die gestern in Dungeons & Dragons reingeguckt haben, die können das eventuell nachvollziehen. Ich würde es gerne heute nochmal probieren. Ich rieche erstmal dran. Es riecht... Gott, es ist schon eklig. Es riecht so ein ganz eigener Geschmack, aber man riecht schon, dass das gleich eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung wird. Wenn Diabetes einen Geruch hätte, dann würde es so riechen. Also, Prime Ice Pop, das ist das Zeug. Ich habe es gestern kurz probiert, ich will jetzt nochmal reingehen. Ist nicht besser geworden. Ist nicht besser geworden. Es fällt mir sehr schwer, eine geschmackliche Einschätzung dazu machen, aber ich versuche es mal so. Stellt euch ein Glas mit 100 Milliliter Wasser vor und ihr macht so lange Teelöffel Zucker rein, bis es sirupmäßig wird. Und dann macht ihr Stopp, gerade noch, als es flüssig ist. Und vom Geschmack ist es genau das. Das ist so süß, ich würde es mit Gönnergy verdünnen. Es ist so süß, ich würde es mit Gönnergy verdünnen. Also, ganz ehrlich, Digga, vielleicht bin ich nicht der Geschmacksexperte, ne? Was so angeht, vielleicht bin ich auch nicht der Flavor-Experte. Aber jeder, der das trinkt und das ernsthaft mehr als ein einziges Mal seinem Körper zuführt, im Rahmen eines Erwerbs einer solchen Dose, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ganz ehrlich, du hast die Nachwirkungen der unerforschten Langzeitstudien von Sucralose auch verdient. Ganz ehrlich, jeder, der sich die Scheiße reinzieht, hat es auch verdient, wenn man in 10 oder 15 Jahren rausfängt, Alter, von Sucralose wächst dir ein zweites Arschloch aus der Stirn oder so. Das heißt, du hast es auch verdient. Es hat keinen Sprudel, es ist still, es ist sehr unangenehm, es ist wirklich süß, es ist so süß, das ist wirklich süß. Also das ist unverhältnismäßig süß, ich werde es wegschütten. Tropical Punch. Ach du Scheiße, ist rot? Gönnergy süßer? Nee. Also das hier ist... fünfmal so süß wie Gönnergy. Tropical Punch. Flavor Tropical Punch Hydration. So. Erstmal der Geruchstest. Ist eine Warnfarbe schon, ist rot. Sollte man normalerweise nicht trinken. Sieht ein bisschen so aus. Wenn ich das jetzt hier abmachen würde, man kann das ja abmachen. Wenn man das im Schrank stehen hat, dann würde ich denken, eure Mutter hat angefangen, eigenes Reinigungsmittel anzurühren.
Ich zeige euch auch noch mal das andere von der Farbe her. Oh Gott, das ist noch schlimmer. Ja, das sieht auf jeden Fall aus, als würde ich es aufkochen und rauchen. Also kann mir keiner sagen, dass man das nicht aufkocht und zu einem kristallinen Pulver macht, um es dann abzupacken und zu rauchen. Also jeder, der sich das mehr als einmal reinzieht, um es mal zu probieren, der hat wirklich nicht alle Latten am Zaun, ganz ehrlich. So, jetzt erstmal der Geruchstest vom Tropical Punch. Ich habe jetzt die Folie schon abgemacht, ne? Es riecht genauso wie der andere. Das willst du mich verarschen? Hä? Es riecht genauso. Warum riecht das denn genauso? Ey, it's the same. Hä? Ich habe zweimal genippt. Hat es meine Geruchs- und Geschmacksnerven schon abgetötet? Ey, es riecht legit genauso. Bisschen, vielleicht ein bisschen weniger Kokos. Hä? What? Okay, Geschmackstest. Oh. Köstlich. Boah, es puncht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es tropical ist, aber es puncht. Oh, fuck. Alter, ey, ganz ehrlich, ich hab Angst, dass ich gleich in so einen posttraumatischen Schock reinzitter. Das ist wirklich, das ist richtig, was zur Hölle? Es hat auch so ein, also jeder Mensch, der, also jetzt mal ganz ehrlich, der einzige Grund, das zu trinken, ist der gleiche Grund, warum die Leute, die drogenabhängig sind, dazu zurückgreifen, Crocodile zu rauchen. Weißt du, dieser russische wo dir eine Schuppenhaut wächst auf deinem Oberschenkel, weil du nichts mehr spürst. Das ist der Grund. Das hier trinkt man nur, wenn man durch Energy und durch Cola und durch zuckerhaltige Getränke sich komplett abgehärtet hat. Für jemanden, der ganz normal am Tag eine Stiege Monster Energy wegzischelt, für den ist das vollkommen normal. Für der wird nicht vollkommen normal sein. Der wird sagen, oh, das ist ja angenehm süß. Weil die Geschmacksnerven komplett verbrannt sind. Das ist ja irre. Also das... Ich schwöre, ich habe Fensterreiniger, der riecht genauso. Ich schwöre, ich habe Glasreiniger, der riecht genauso. Der ist von Frosch, glaube ich. Oh Gott. Also wirklich, ich komme nicht drauf klar. Oh Gott, lasst es nicht in euren Mund. Oh mein Gott, ich dachte, es wird besser, wenn ich es in meinem Mund lasse, um mal so alles zu benetzen, aber es war ein Fehler. Oh mein Gott, war das ein Fehler. Oh, wow. Okay, wir stoppen das jetzt hier an dieser Stelle. Das war richtig eklig. Ich mach das jetzt weg. Oh, ist das widerlich. Dagegen war der Gönnergy ein richtig leckeres Getränk. Also, Fazit. Es ist viel zu süß. Es ist deutlich süßer als Gönnergy. Jeder, der Prime trinkt, muss unbedingt sein Leben hinterfragen und sollte unverzüglich eine Zuckerentzugskur machen. Unverzüglich. Und alles tun, damit er die Scheiße nicht mehr trinken muss. Ansonsten sind die Langzeitkonsequenzen von Sucralose nämlich einfach nicht erforscht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich, was das angeht, einfach nicht einig. Außer, dass sie sagen, es ist schlecht für den Darm. Das ist auch in diesen ganzen Fitnessgetränken drin. Hier von diesem, wie heißt es, More Nutrition und so. Da ist auch super viel Sucralose drin, Alter. Das ist ja cool, dass man sich mal ein Zero-Getränk reinziehen kann, ne? Aber das ist richtig beschissen. Das ist richtig beschissen. So, wir gucken jetzt mal einem richtigen Psychopathen da. Ey, jetzt werden wir mal ein richtig. Wollt ihr mal eine richtig psychopathische Scheiße sehen? We got here. This right here is every prime that's ever been made. And we about to chug it. We're putting it in the comically large wine glass like we usually do. And you already know what this is called. This is called the Every Prime Chug. 7,2 Millionen Aufrufe. Eigentlich, tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, das kann gar nicht so schlimm sein, weil die schmecken ja alle gleich. Das ist ja immer dasselbe Getränk. We got the whole spectrum. We even got the rare ones. Oh, yes. Prime Lemonade. Oh man, you know the soda plugs is on it. But yo. Naturally flavored. Genau, naturally. Der ist so naturally wie John Cena in seiner Anfangszeit im fucking Wrestling. Genauso naturally ist das. Oh, that is the best sound in the whole wide world. Even outside the world, okay?
throw it in. Oh Gott, die sind alle warm. Die sind alle warm. Mir wird gerade klar, dass die alle warm sind. Nice and clear. Oh my goodness. Next up, folks, is, oh man, the most sought after prime. Prime lemonade. The boys is on the back. Big ups to Logan Paul and KSI. And yo, man, we about to do this. This is the... Hold on, wait, can I... Hush your mouth. Okay, hip-hop. Can I get one? Can I get a sip? Get what? Get sip? Cast some? You know how much this sip costs? Just a little bit. Jeez. Even for stream? All right, come on. Come on. Come on, get in here. Are you serious? Let me try it. Keine Ahnung, Digga. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen übergewichtig, aber ich glaube, das hier hat einen Grund. Hold on. NASA shirt on. All right. Oh, yeah. Now toss the cap. That's all right. I want you to take an OK Hip Hop sip. Not a Badlands sip. All right? Oh, Jesus. Here we go. What do you say? Oh, that's really good, man. It's really what? Good? Sweet. Yeah? It's like, Bruder, haben die alle... This is really good. Ich habe zwei probiert, mir jetzt was... Ich hätte fast einen Schock bekommen. Lemon is lemonade. Really, yeah? It's lemonade, ja, it's lemonade. Ja, so... Weißt du, wie das... Das ist genauso lemonade, wie ein fucking Duftbaum lemonade in deinem Auto ist, wenn du den an der Tankstelle kaufst und du dran rumlutscht. So ein lemonade ist das. Ein Lemonade-Duftbaum und du legst ihn dir auf deine Zunge und sagst, boah, das ist ja natürlicher Zitronengeschmack. Oh my god! Yo, no cap, alright, even though I'm wearing a cap. No cap. Abe Lincoln, this is delicious. Oh, what the f***? It tastes natural, my dudes. Oh my goodness. Digga, wollen wir hier zwei 200 Kilo Männer sagen, dass das ungesüßt und natürlich schmeckt, oder was? What the f***? It is delicious. All right. Oh, my God. All right, need more for the chug. My bad. Yes. Prime lemon lime. Oh, yeah. Let's get it in there. Das sieht doch alles gleich aus, Alter. Uh-huh. Blue raspberry. In you go. Ice pop flavor, folks. Oh Gott, das ist so widerlich, das Zeug. I never had this, alright? It's supposed to taste like a... Für den Fall, dass ihr euch jetzt fragt, warte, ihr habt noch nie ein Badland Chucks Video gesehen, der wird das jetzt aber nicht trinken. Doch, doch, der trinkt das gleich in einem Zug weg. Bomb pop, what they say, ho. Let me indulge. Oh yeah. What? It tastes like a bomb pop. This one is not turning your tongue blue, so it's a plus for me. And it's clear. Now we get into the darker flavors, okay? This is orange. Center of attention time. Let's get this hue a little darker. Oh my goodness. Now that's... Also sieht aus wie ein gesunder Mittelstrahl jetzt, muss ich sagen. What I'm talking about. All right. Let's put this over here. All right. Strawberry watermelon. Yes. Catch OK Hip Hop. There you go. And then it goes. Yeah. Nice. Alter, Badland Chucks ist einfach ein anderer Dude, ne? Das ist einfach ein anderer Dude. Der zieht das gleich weg. Ich kann's nicht fassen. Cool punch, folks. Yes. The thing I like about Prime is that it's... Digga, danach muss ich auf jeden Fall 2-3 Tabletten, also wenn ich das trinken würde, müsste ich 2-3 Tabletten nehmen, damit ich keinen, damit mein Magen sich nicht von innen selbst... Na, das ist, ich, Digga, auf keinen Fall. So delicious. It's low calorie. Each of these is only 20 calories or 25, all right? So we can drink them all. Oh, yes. You see how this is turning like a peachy color? I like it. Ich möchte noch mal anmerken, die sind alle warm. Die sind jetzt alle warm. Which one should I do next? Should I do the good old grape or the rare KSI? Yeah, let's get this KSI in, all right? Mein Urin sieht genauso aus wie das Getränk gerade, wenn ich den ganzen...
trinken würde, ne? Ein bisschen blutiger vielleicht noch. This right here is an exclusive UK Prime, all right? KSI's old favorite drink, it's a mango flavor, but I don't know what it is until I try it. Let's go. You can't have none, okay, hip-hop. Oh, Gott. Mmm. It's nice. It's like a smooth mango flavor. What the fuck? Also, ich maße mir an, dass ich allem widersprechen würde, was fucking Badland Chuck sagt, ne? I'm not too crazy about mango, but this is delicious. And last but not least, this is good old grape, alright? Watch the hue change. Oh. Okay, das ist dann doch eher meine Urinfarbe, nachdem ich das getrunken habe. Oh my goodness, look at that. Sauberer, blutiger Mittelstrahl. Mit Schreien verbunden. Alright. So we got all these primes in here. Chat, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Jetzt einfach aufpassen. And you know it's only one thing to do. It's time to chug. Taking the big smoke hat off today, folks, because we're grabbing. Every flavor of prime. Alter, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich versuche es jetzt. Ziehen wir uns rein, wie er das wegsäuft, Alter. I know what you're saying. You Hold didn't. The lighting changed. I'm sorry. It just got so dark. Take two, folks. This is every prime that ever existed. I know what some of y'all saying. This is not the WWE prime or the baseball prime. Well, those are not released. And Prime Lemonade is coming out May 15th. But we're going to do this today, all right? No more wasting time. Enough talk. Okay, ich werde jetzt keine Pause drücken, bis er abgesetzt hat. Also, Ladies and Gentlemen, enough talk. Ich muss sagen, das Getränke war gar nicht das Eklige. Das Geräusch und die Vorstellung, dass er die Gerüche der kombinierten Getränke einatmen muss, war richtig eklig. Weil der hat ja jetzt gerade 7 oder 8 dieser Dosen zusammengehauen und hat immer wieder, hat so 5, 6, 7 Mal eingeatmet, während er das, also das, ich glaube, das Giftige an dem Getränk sind die Dämpfe. Oh yeah! This was good. Ja, genau. Das war richtig gut. It was easier to chug. Because no carbonation. But yo, very delicious. Mm-hmm. I love it. Big ups to Logan Paul and KSI all day. And that's another one down, all right? Chugging the world one bottle at a time. Ich sag ganz ehrlich, ne, wenn der Meeresspiegel steigt, ist er unsere letzte Hoffnung. Badlands Chugs is back. Also, damit möchte ich einfach den Test von Prime mal so ein bisschen zu Ende bringen. Die haben nicht mehr alle Latten am Zaun in den Staaten. Also, for real, die haben einfach nicht mehr alle Latten am Zaun. Die sind nicht mehr ganz dicht. Die verlieren komplett die Kontrolle. Jeder, der Prime trinkt, unironisch und das für einen guten Geschmack hält, darf nie wieder irgendetwas zu Geschmack sagen.
in keiner Form. Ehrlich.